Sind das nochmal extra Birnen oder was? Nee, das ist nur zur Verzierung. Aber das ist ja so eine typische DDR-Decke, ne? Die leuchten alles noch original DDR, ja. Das war bestimmt mal so ein Gastraum oder sowas. Ich meine, zu bewirten hatten die ja bestimmt genug. Überleg mal, wenn ja so viele Kinder waren und dann sind die Eltern ja noch gekommen und hast sie nicht gesehen und besucht und so da. Und dann vielleicht auch noch ein Ausflugsziel. Ich höre ja andauernd irgendwelche Geräusche. Polizeiabsperrung. Okay. Cool. Jack's Ripper. Hier unten haben sie eine begraben, oder was? Da sieht man's. Ich denke mal, hier war irgendwie so küchenmäßig was. Das ist der Chefsessel, ja. Mit Aschenbecher. Kanal Grande, Radio FFN. Oh ja, das sind noch die richtig alten Sicherungen hier, ne? Hier warst du bestimmt auch den halben Tag nur am. Ich denke mal, die werden ihre eigene Elektriker und allen Scheiß hier abtauen für dieses große Gebäude hier. Überhaupt für den ganzen Komplex. Hier wirst du mehrere Hausmeister. Elektriker und all so ein Kram wirst du alles gehabt haben. Mach, lass nicht an, bist verrückt. Gib einen kurzen. Das hat auf jeden Fall einer hingelegt, ja. Bei solchen Treppen habe ich immer so ein bisschen, obwohl die geht noch. Die ist noch richtig gut. Schöner Handlauf. Oh, da oben sieht es aber nicht mal so gut aus. Oh. Das sieht aber gar nicht gut aus. Ha? Die Decke sieht nicht gut aus. Ich würde die nicht unbedingt. Also da muss ich nicht unbedingt. Oh, yes. Ja, das sieht nicht mal so besonders gut aus da oben. Schau, das ist auch eine schöne Decke, ne? So eine Rundbogendecke hier, geil. Und da oben geht es ja auch noch ewig weiter. Aber hier hat es auf jeden Fall schon mal reingetröppelt. Wenn das Dach jetzt hier immer durch ist. Dann ja, dann geht das schnell, wenn das Dach einmal, wenn es richtig ist, wenn du die Feuchtigkeit, guck dir mal die dicken Balken da. Ja. Ne, was, wie lange die gehalten haben und wie schnell die jetzt, wenn da einmal Feuchtigkeit reinkommt, dann ist es vorbei. Da weiß ich, wie alt die Balken sind. Von Siemens. Oh, das ist schon ein Stromzähler, der ist neuer. Trafo. Siehst du hier unten, da hast du da oben einmal so viele Sicherungen gehabt und hier unten nochmal. Eigentlich guck, steht nicht schon Bergmann drauf. Bergmann Elektrizitätswerke, nee, das ist alles hier. VEB Elektroschaltgeräte Grimma. Berlin, hier. VEB Elektroapparatewerke Berlin-Treto. Okay. Diese alte Farbe, das sieht doch immer geil aus, ne? Irgendwelche guck mal, hier oben stimmt auch irgendwas. Inhaber R. Kastner. Das kannst du nicht mal lesen. Tennis Club oder so. Hier stehen noch Schulden.
Das war bestimmt mal ein schöner Gastraum hier. Das ist gar nicht schlecht. Boah, ganz schön groß für eine Ratte, oder? Ja. Echt, wo du sagst. Noch was, was hier aber noch zu finden ist, ey. Wieso bin ich immer letzter? Geschmeidig. Hast du das gesehen? Das hat überhaupt kein Ende hier, ne? Das ist der totale Wahnsinn. Die hatten ihre eigene Stromversorgung hier. Und das ist nur ein Gebäudekomplex von vielen, vielen, vielen. Und hier brummt es auch noch. Die haben ja Strom. Ich wollte gerade sagen, hier läuft doch noch Strom. Also das Gebäude da drüben ist auf jeden Fall, das wird ja auch noch beheizt. Und hier, das scheint mir so, tja, was könnte das gewesen sein? Speiseraum oder sowas? Ey, da hinten wird noch, das ist das doch. Sinn. Ja, ich denke mal, das ist so Speiseraum oder sowas gewesen. Da werden die bestimmt mehrere gehabt haben. Oh, schöner Parkettboden noch. Wenn ich mir die Gardinen da ansehe, das ist bewohnt. Das sind Thermofenster. Ja. Denke ich auch, das wird noch genutzt, ja. Obwohl hier vorne nicht, aber weiter hinten scheinbar. Ja, irgendeiner seinen Ölfilter verjaucht. Das sieht mir aus wie ein Bierfass. Ja. Wie spät? Kurz vor vier. Naja, bitte. Also mein Fahrzeug hier mittlerweile über 2000. Na bitte, das erste Auto. Angeln tust du auch, ja. Ja, angeln, Bogenschießen, klettern. Ich habe mittlerweile eigentlich zu viel. Nein, durch die Lichter, weil ich da oben gespielt habe. Da, siehst du? Ja. Das, du bist wieder schuld. Ey, es kann auch sein, dass der hier einfach eine Kontrollfahrt macht. Ja, das kann auch sein. Deswegen, weil vorne war ein fettes Schloss dran, weißt du? Ja. Deswegen hatte ich mir gedacht, lieber nicht hier oben parken, weil nachher bist du eingeschlossen. Dann lieber vorm Zaun oder so. Boah, Alter. Gewaltig. Echt, ey. Da ist jemand drin. Wollte ich gerade sagen, ne? Vielleicht. Welches sind die? Da stehen die D-Tassen, ey, das muss ich jetzt aufnehmen. Ne? Ja, hier wurde es mal wieder so als Müllablageplatz genutzt. Tja, auch ein Küchengebäude oder sowas. Jede Menge Töpfe. Gut, wir sind eben schon angehalten worden, dieses Gelände bitte zu verlassen. Und das werden wir jetzt auch tun. Das soll es erstmal gewesen sein für heute. Sehr geiler, sehr großer Lost Place. Mal sehen, was heute noch kommt. Wir sind ja noch nicht ganz fertig. Ihr geht in den Wald, werdet bessere Menschen. Man sieht sich. Ich zeige euch noch mal ein bisschen rum. Hier oben die langen Fenster, wo die Vorhänge da sind.
Das ist der Kinosaal, okay. Also wo ich hier eben drin war, bist du auch nicht weitergekommen. Das war nur ein Raum, aber ich denke mal da hinten, wo er hier jetzt leider steht, da wirst du wahrscheinlich irgendwie reinkommen, aber... Ihr habt nicht zufällig K.O.-Spray oder so mit, oder? Die Gedanken haben.